Wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und danke schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich möchte mich als erstes ganz, ganz herzlich bedanken für 258 Abonnenten, die jetzt auf meinem Kanal sind. Ich bin euch so, so dankbar, dass ihr da seid, und ich hoffe, dass ihr viel Spaß habt auf meinem Kanal. Und ja, genau. Ich nehme euch heute mal wieder mit durch meinen ganzen Tag. Hier bin ich gerade dabei, das Mittagessen für meinen Schatz vorzubereiten. Er hatte an diesem Tag Spätschicht, und dann mache ich das immer so, dass ich quasi für ihn die doppelte Portion koche. Eine Portion, die er mittags zu Hause essen kann, und eine große Portion, die er mit in die Spätschicht nimmt, die er dann essen kann, wenn er Pause hat. Und für diejenigen, die sich wundern, dass es so relativ große Portionen sind, das liegt einfach an dem, dass er nur in der Spätschicht nur zweimal am Tag isst. Und seine Spätschicht geht bis um 0.45 Uhr. Und dann ist er nachts um 1:30 erst zu Hause. Und dementsprechend braucht er einfach gescheit was zu essen, da er auch ja, viel schafft, und von dem her, ja, genau. Hier habe ich jetzt eine Kartoffelpfanne mit Speck vorbereitet. Dazu habe ich als erstes die vorgekochten Kartoffeln gepellt, habe dann ein bisschen Gemüse geschnitten, wie Zucchini, Kohlrabi und Paprika. Und was mir an den Kohlrabi total missfallen ist, war, dass die sehr, sehr trocken waren, obwohl die frisch waren. Und scheinbar habe ich da zwei erwischt, die nicht so gut waren. Auf jeden Fall habe ich zuerst den Speck mit den Kartoffeln ein bisschen angebraten. Dann habe ich die Paprika dazu gegeben. Dann habe ich noch gefriergetrocknete Zwiebeln dazu gegeben, weil wir mögen Zwiebeln frisch nicht so gerne, beziehungsweise ich vertrage es auch gar nicht, und deswegen in Sachen, die nicht stundenlang gekocht werden, gebe ich immer gefriergetrocknete Zwiebeln rein. Und das Ganze ist dann gewürzt worden mit Salz, Pfeffer, Paprika, Knoblauch, ein bisschen Salz. Dann habe ich noch ein Kartoffelgewürz dazu gegeben. Hab dann in guten Schuss Wasser dazu gegeben, dass es ein bisschen köcheln kann. Dann habe ich mich wie jeden Tag an den täglichen Haushalt gemacht. Als erstes im Schlafzimmer durchgelüftet und die Betten gemacht. Das sind halt die Hausarbeiten, die jeden Tag anfallen. Und ich denke, das kennt auch jede Hausfrau. Oder natürlich auch jeder Hausmann. Dass es bestimmte Arbeiten gibt, die sind einfach jeden Tag zum Tun. Dann habe ich auch bei den Kindern die Fenster weit aufgemacht und gelüftet. Weil jetzt, wo es morgens so kalt ist, mache ich das so, dass ich selber lüfte, dass also die Kinder morgens um 6:30 noch nicht die Fenster aufmachen, weil ich mag das nicht. Ich finde es dann zu kalt auch einfach. Genau.
Dann habe ich die Wäsche von den Kindern zusammengesammelt aus den Zimmern, habe dann die tägliche Putzroutine im Bad gemacht. Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich, wenn ich täglich das Bad sauber mache, dass ich nur zweimal die Woche richtig gründlich putze mit Putzmitteln und Lappen. Und ansonsten nehme ich solche feuchten Reinigungstücher und ich denke, das reicht auch, beziehungsweise das ist so, wie wir das handhaben, wie ich das mache und das ist für uns auch ganz gut so. Dann ist natürlich die ganze Wäsche sortiert worden, damit ich weiß, welche Wäsche ich als nächstes waschen muss. Ich habe zurzeit so zwischen 4 bis 5 Maschinen in der Woche, beziehungsweise ab sofort ist, dass ich 6 Maschinen habe, weil ich mir ab sofort angewöhnt habe, Jeans und Jacken zusammen zu waschen. Und Jeans quasi nicht mehr mit der Oberbekleidung zusammenzuwaschen, weil mir nämlich vermehrt aufgefallen ist, dass wir Löcher in den T-Shirts haben. Und ich vermute, das kommt fast durch die Reißverschlüsse von Jeans und Jacken. Deswegen mache ich das jetzt so, dass Jeans und Hosen und Jacken separat, also als eine Maschine, zusammengewaschen werden und die Oberbekleidung quasi für sich dann gewaschen wird. Und hier richte ich jetzt die Portionen für sein Mittagessen und für die Arbeit. Es war sogar so viel da, dass für nächsten Tag noch eine Portion übrig war. Und ich habe ihm dann auch noch Spiegeleier dazu gemacht, dass er einfach auch eine Proteinquelle hat. Und er hat pro Portion drei Stück gehabt. Und genau, die habe ich dann ganz normal mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ein bisschen garen lassen, sodass das Gelbe noch leicht flüssig war. Hab ihm das dann zuerst in die Box verteilt, die er zur Spätschicht mitnimmt, und habe ihm dann das Essen fertig gemacht, was er dann noch zu Hause zum Mittagessen essen ko konnte. Und das für das andere Essen, das habe ich einfach nur zugedeckt und in den Kühlschrank gestellt, und das hat er sich dann am nächsten Tag warm gemacht. Das war auch ganz gut so, dass ich ein bisschen zu viel gekocht hatte, weil ich hatte am nächsten Tag einen Termin, und so hat er sich dann nur noch seine Brotzeit selber richten müssen für die Spätschicht und hat dann quasi schon sein Mittagessen für den nächsten Tag fertig gehabt. Dann, wie jeden Tag, Spülmaschine muss ausgeräumt und wieder eingeräumt werden, so wie quasi täglich auch das Murmeltier grüßt. Und von dem her sind es Dinge, die einfach jeden Tag zu tun sind. Und ich habe zurzeit festgestellt, dass es mir viel Spaß macht, Hausfrau zu sein. Ich hätte mir das früher eigentlich nie vorstellen können. Aber jetzt, da ich quasi gezwungen bin, zu Hause zu sein, macht es mir Spaß und
Ja, ich merke, wie mich das zufriedenstellt, für die Familie Zeit zu haben und Hausfrau zu sein. Und ja, also das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ja, was im Prinzip ja hier auch wie ein richtiger Job ist. Ich glaube, jede Mama, die zu Hause ist und einen Haushalt hauptsächlich macht, die weiß, wovon ich rede. Und deswegen Hausfrau zu sein, ist ein Job. Also das heißt nicht nur, dass ich zu Hause sitze und mir die Füße hochlegst, sondern ich versuche ja jeden Tag in Haushalt ordentlich zu organisieren. Und da gibt es viel zum Tun. Ja, dann ist es auch schon an der Zeit gewesen, eine Zwischenmahlzeit für meine Kinder zu richten, weil sie beide gleich aus der Schule kommen werden. Und dementsprechend habe ich eben einen kleinen Obstteller und einen Müsliriegel gerichtet. Und sie freuen sich jedes Mal, wenn schon was für sie vorbereitet ist. Ich habe dann noch geschaut, dass die Couch wieder ordentlich ist. In der Zeit haben die Kinder dann ihre täglichen Aufgaben erledigt. Die machen immer im Wechsel in Müll und einen Kompost rausbringen oder Spülmaschine ausräumen. Aber ich glaube, sogar an dem Tag habe ich das selber gemacht. Sprich, die zwei mussten nur noch den Müll rausbringen. Und ja, genau. Und danach haben sie dann Zeit für sich gehabt, beziehungsweise wenn sie dann noch, ist es zwischendurch so, dass für die Schule noch was gelernt werden muss, weil eine Klausur am nächsten Tag geschrieben wird und dementsprechend wird dann gelernt. Und meistens ab 17 Uhr so rum ist es dann, dass die zwei quasi Freizeit haben, dann ein bisschen Fernsehzeit haben. Genau. Dann habe ich zwischendurch noch schnell das kleine Bad sauber gemacht, weil mir das eingefallen ist, dass ich das am Vormittag gar nicht gemacht habe und habe das dann ge gegen Abend nochmal gemacht. Aber durch das, dass ich das ja mit diesen Putztüchern mache, geht es relativ schnell. Und de dementsprechend, dass ich das ja jeden Tag mache, ist da auch dann gar nicht so viel zum Tun.
Genau, da habe ich dann eben die Spülmaschine ausgeräumt wieder. Das haben an diesem Tag nicht die Kinder gemacht. Die haben beide noch Schularbeiten zu machen gehabt und mussten beide noch für eine Klausur lernen. Und dementsprechend habe ich das dann gemacht, weil ich das einfach blöd finde, wenn die zwar ihre Hausarbeiten noch erledigen sollen, wenn sie aber im Prinzip erst einmal noch Hausaufgaben machen müssen. Dann so gegen 17:30 Uhr habe ich angefangen, die Brotboxen für den nächsten Tag zu richten und habe das Abendbrot für die Kinder gerichtet. Und ja, sie könnten selber Abendbrot machen, aber ich denke mir, die sind jeden Tag außer Haus von 6:45 bis um 4:15 Uhr. Und dann dürfen sie am Abend auch ein bisschen verwöhnt werden und sie könnten das selber machen, aber ich finde das, da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich den Kindern das Essen richte. Und so haben die zwei dann einfach noch ein bisschen Zeit für sich und ich weiß ja, was sie gerne essen und dementsprechend weiß ich auch, was gerichtet wird. Und ich mache das eben immer abends, dass ich auch gleich noch die Brotboxen für den nächsten Tag richte, weil es dann in der Früh ein bisschen entspannter ist. In der Früh dann eben nur noch das Frühstück gerichtet werden muss und die Brotboxen dann nur noch aus dem Kühlschrank genommen werden müssen. Und so habe ich dann auch keinen Stress in der Früh. Ja, und mal wieder Küche machen, damit es mir auch nicht zu langweilig wird. Und dann habe ich auch schon die Getränke für den nächsten Tag vorbereitet, sodass die Kinder in der Früh dann nur noch ihre Trinkflaschen und Brotboxen in den Schulranzen stecken müssen. Und als die Kinder sich dann fürs Bett fertig gerichtet haben, habe ich dann angefangen, mir mein Frühstück für den nächsten Tag zu richten. Mein Lieblingsfrühstück zurzeit sind Haferflocken mit Milch und Proteinpulver und TK-Früchte. Ich bereite mir das am Vorabend zu und lass das Ganze über Nacht stehen. Und dann habe ich am nächsten Morgen ein ganz leckeres Frühstück und ich liebe das momentan.
Und der Vorteil ist einfach, dass Haferflocken sehr, sehr lange satt machen. Die Kinder haben dann, bis es Schlafenszeit war, noch ein bisschen Zeit für sich vom Fernsehen gehabt. Die Zeit habe ich dann genutzt und habe die ganze Wäsche zusammengelegt. Und die Kinder haben dann ihre Stapel geholt und sich dann selber in den Schrank eingeräumt. So, das war's auch schon im heutigen Video. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß gehabt habt und ich würd mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr mit dabei seid. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!